Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen, respektive Podcast-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute ist das Thema klassischer Vertrieb versus digitaler Vertrieb. Was bedeuten jetzt diese beiden Punkte? Und zwar, da gehen wir jetzt erstmal auf den klassischen Vertrieb ein, was der klassische Vertrieb denn so ist. Und zwar, der klassische Vertrieb ist, man hat ein Unternehmen, respektive ein Team, wo die Kaltakquise, respektive auch die Warmakquise, die Neukunden, respektive die Bestandskunden abtelefonieren tut, um weitere Produkte zu verkaufen oder Dienstleistungen an den Mann zu bringen, an den Mann zu verkaufen, wie zum Beispiel Versicherungen, wie zum Beispiel Banken und so weiter und so fort. Aber auch als Selbstständiger ist das auch so der Fall? Und da gibt es einen sogenannten Ansatz, Schlagzahl mal Schlagkraft. Und du brauchst hierfür ein sogenannter Telefonleitfaden, wie du deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen tust, entweder übers Telefon, per Kaltakquise, und ich rede von der B2B-Kaltakquise, nicht von der B2C-Kaltakquise, weil B2C ist No-Go, das darf man nicht, aber B2B ist erlaubt vom Gesetzgeber, weil der andere gibt ja seine Daten ja auch weiter mit seinen Kontaktdaten per Telefon und so weiter, dass man ihn im B2B-Bereich anrufen darf, um Geschäfte miteinander zu machen und so weiter und so fort. Und dazu ist quasi ein sogenanntes Vertriebsteam nötig, respektive auch ein Remote-Team nötig. Natürlich kann man das auch alles alleine machen als Selbstständiger, aber dafür brauchst du wirklich Disziplin und Durchhaltevermögen und ständig immer wieder weiterzumachen und dich als selber Motivator zu nehmen und sagen, dass du deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen kannst. Zum Beispiel, ich bin jetzt komplett ohne Team, werde aber demnächst Leute einstellen für die und die Bereiche und werde dann meine Leute für meine Methoden natürlich intern schulen, weil ich bin ein Teamplayer und kein Einzelkämpfer. Ich liebe lieber in einem Team zusammenzuarbeiten, das genauso erfolgreich ist wie ich alleine. Und wie verbinde ich jetzt diesen klassischen Vertrieb mit diesem digitalen Vertrieb? Also erstmal, was ist jetzt der digitale Vertrieb? Laut Wikipedia ist der digitale Vertrieb Social Media, Big Data, das Internet. Die Transformation für Unternehmen, sich auf Social Media im Internet zu präsentieren, um ihre Produkte, ihre Dienstleistung über Social Media, über der Big Data, übers Internet zu verkaufen zu müssen. Ja, so laut Wikipedia. Und dazu habe ich auch da nochmal für euch so eine kleine Art von Checkliste, also Checkliste nicht, sondern 5 Tipps, was du mitnehmen kannst, wenn du Selbstständiger respektive ein mittelständisches Kleinunternehmen oder mittelständischer Unternehmer, Unternehmerin bist da. Und zwar der erste Punkt
Punkt. Der Kunde ist König. Ist Bullshit. Hört mit dem Kunde ist König auf. Wenn der Kunde König wäre, wärst du ja Kaiser. Und das will kein Mensch von euch. Und das verlangt auch kein Mensch, dass ihr den Kunden als König da seid und der Kunde euch als Kaiser da seid. Ich sage dazu mal so, zu dem Punkt 1. Der Kunde ist Partner. Geh in eine partnerschaftliche Beziehung ein, in einen sogenannten Ehevertrag mit deinem potenziellen Kunden, respektive Partner. Und verkaufe mit Begeisterung deine Produkte, deine Dienstleistung an deinen neuen Partner, respektive Neukunden. Ohne zu sagen, du bist jetzt bei mir König, weil König will keiner mehr sein. Und im Business ist das ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft, weil auch hier Verträge werden mit Menschen geschlossen und nicht mit Maschinen. Der zweite Tipp: Unzählige Produkte lassen sich auch über das Internet verkaufen. Also du kannst dein Produktportfolio erweitern, ergänzen zu deiner Zielgruppe passend natürlich. Ne? Und kannst du elementar für jede Zielgruppe ein eigenes Produkt schaffen, respektive Dienstleistung und darüber zu verkaufen. Natürlich dauert es eine Zeit lang, bis du einen Kunden so fängst. Aber im Endeffekt hast du mehrere Produkte und mehrere Dienstleistungen. Wenn ich jetzt mal in die Musikrichtung reingehe, na, nehmen wir mal Helene Fischer. Ja, jetzt habe ich Helene Fischer gesagt. Ha, ha. Ja. Helene Fischer hat mehrere tausend Songs veröffentlicht und alle hat sie verkauft. Michael Jackson hat mehrere Songs veröffentlicht und hat mehrere Songs verkauft und ist Besitzer der Songs von Beatles. Und er verkauft die jetzt noch während seines Todes, wo er im Grab liegt. Seine Angehörigen machen jetzt noch Geld damit, mit seinem Portfolio. Und das ist doch geil. Und das ist doch geil. Und das ist doch Internet. Das ist doch Social Media. Der dritte Punkt kann vielleicht interessant für euch sein. Und zwar die Grenzen zwischen B2B und B2C zu verschwimmen zu lassen und zu, miteinander zu kombinieren. B2B, Geschäft zu Geschäft, die Kunden zahlen elementär mehr wie der Privatkunde. Der Privatkunde guckt natürlich auf seinen Preis im Endeffekt. Aber er ist auch bereit für eine gute, qualifizierte Dienstleistung respektive Produkt zu bezahlen. Und das könnt ihr alles über Social Media verkaufen, egal in welcher Branche du bist. Aber hört bitte auf mit der kalten Akquise auf Social Media. Menschen wahllos anzuschreiben und euer Produkt so verkaufen zu müssen. Ich verkaufe nicht so. Ich verkaufe mit Begeisterung in meinen Beiträgen, in meinen Stories, in meinen Livestreams. Dann verkaufe ich auch noch über meinen Podcast meine Produkte, meine Dienstleistungen. Und hole mir auch Gäste in meinem Podcast rein. Somit habe ich eine Relevanz
Relevanz bei deren Zielgruppe. Und somit kann ich in deren Zielgruppe auch fischen. Zum Beispiel, und da mache ich jetzt mal ein Beispiel rein. Na, ich mache das mal weg. Und zwar, wenn ihr einen Teich habt mit mehreren Fischen, na, und ihr angelt hier drin und dann kommt noch ein Angler, na, also dein Mitbewerber und angelt auch noch da. Was bleibt im Endeffekt für euch beide? Vielleicht die Hälfte, aber vielleicht auch nicht die Hälfte, vielleicht auch nur ein Drittel von euren Kunden. Deshalb solltest du in mehreren Teichen angeln, um mehr Fische zu bekommen. Wenn du nur in einem Teich fischst, bekommst du nicht diese Fische. Na, nehmen wir mal diese Fische, TikTok, Instagram, YouTube, Podcast, bekommst du nicht diese Fische. Wenn du nur diese Fische auf dieser Plattform Facebook dich generierst, bekommst du nicht nur die Facebook-Fische. Aber wenn du quasi auszahlen willst, so wie TikTok, du willst Insta, du willst LinkedIn, dann fisch doch auch da. Hol doch dein Angel raus und schmeiß in jedem Teich Köder rein. Das nennt man omnipräsent sein. Omnipräsent. Omnipräsent. Sei omnipräsent. In der digitalen Welt. Der vierte Punkt ist deine digitale Transformation. Du transformierst dich auf die richtigen Kundendaten, auf die richtigen Kunden. Aber dazu gibt es ja von mir einen Workshop, wie du digital für 2022 sichtbar wirst. Der Link ist in den Shownotes übrigens. Und der fünfte Punkt, und das ist der letzte Punkt, komplexe Vertriebskanäle benötigen Hilfsmittel. Die Hilfsmittel sind CRM-Systeme wie Outlook, wie HubSpot und so weiter und so fort. Das kannst du offline nutzen, auch online. HubSpot ist eine Cloud-Lösung, kannst du nur online nutzen. Outlook kannst du auch offline nutzen. Wenn du mal kein Internet hast, kommst du trotzdem auf deine Daten. Bei HubSpot musst du deine Daten immer zeitnah sichern. Der wichtigste Punkt bei dem Ganzen in deiner digitalen Strategie, Vertriebsstrategie ist, geh weg von Push und Pull, komm in Soak-Marketing hinein. Soak-Marketing, für viele Unternehmer ist es noch ein rotes Blatt am Baum, weil sie verstehen nicht, wie Soak-Marketing versteht. Soak-Marketing ist deine Produkte, deine Dienstleistungen mit Begeisterung zu verkaufen zu müssen, zu verkaufen zu können. Dieses Push and Pull Marketing ist oldschool. Keiner will diesen Druck haben. Und ich mache es auch nicht gerne, diesen Druck zu machen.
Ich verkaufe lieber gern mit Sog-Marketing und ziehe meine Kunden, meine Traumkunden an mich ran, wo mit mir zusammenarbeiten wollen. Natürlich dauert es auch eine Weile länger wie dieses Push- und Pull-Marketing. Und dann kannst du ja, wenn du dann deine Kunden über dieses Sog-Marketing bekommen hast, dein Cross-Selling-Produkt anbieten, deine weiteren Produkte anbieten. Das war der Beispiel klassischer Vertrieb und der digitale Vertrieb. Wenn das Video dir gefallen hat, ja, dann abonniere meinen Kanal, stell die Glocke an, gib dem Video ein Like und kommentiere. Ich bin gespannt auf deine Fragen, auf deine Anregungen, auf deine Meinungen und wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Dein Michael, dein Verkaufsanreger, dein Verkaufsexperte für Digital Vertrieb und Vertriebsaufbau auf Social Media für deine Sichtbarkeit.